So, spielen wir ein bisschen Hellarchitekt noch, bevor ich nachher in King's Bounty 2 noch reingucke in der Nacht, was ich euch leider nicht zeigen darf, da ist Embargo bis um 3 und... Nee, bis einen Tag vorm Release. Ich muss jetzt nochmal gucken, wann das ist. Da werde ich aber nochmal eine Ankündigung machen für. Werden wir unsere pinke Höhle hier noch weiter verbessern. Ich sehe übrigens gerade die Objektive. Ich müsste das Interface noch ein bisschen verändern wieder, weil es ist nicht perfekt. Aber Proof, was ist los? Diese gruseligen Zombie-Games, Blutgewaltzeugs. Meine Mama sagt, das ist nicht gesund. Doch. Zombies töten ist immer gesund. Also ist auf jeden Fall gut für die Gesellschaft. Hast du eigentlich schon genauere Infos, wann TW Warhammer 3 rauskommt? Klar. Darf aber nicht sagen. Ben, ich brauche deine Essenz. Ach, wundervoll. Ich erfreue mich zu sehr an diesem Tod. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Freust dich auf Total War Warhammer 3. Ja. Warum auch nicht? Und dann kann man mal alle Völker nochmal durchspielen. Ein weiteres Bett, wo alle Betten belegt sind. Kommt her und baut die Gruft auf. Fällt mir ein, es gibt doch noch ein paar Kristalle zu holen, oder? How are you guys doing? Oh mein Gott, erschreckt er mich. Not bad, I see. The crypt's looking pretty good. Then there's this artifact here. A wrecking ball. Pretty cool. Ich hoffe, ich muss den Wrecking Ball nicht reiten. Aber um sie zu benutzen, braucht man ein paar Dinge. Vor allem einen Ort, an dem man Ausgrabenszeug versteckt. Aber das wisst ihr wahrscheinlich schon. Then you'll need a specialist who specializes in discovering random shit and stuff. I can recommend an excellent research devil. He's a top-notch professional. These lads here are my hellish special forces. The presence of even one of these boys motivates the sinners to get the job done in no time. They work by the hour. Hire them for a few and let them do their thing. Once they're done, if you want them back, you'll have to hire them again. Easy peasy, right? Of course, you'll also need an artifact devil. Can't really use the artifact without him. After you watch those buildings collapse, build yourself some new ones. With the help of those other devils, you'll get the job done lickety-split. Thank you, Master. How can we repay you? Today I'll help you,
Tomorrow you'll help me. You know the drill. Okay, got places to be and sinners to see. Belial ist wirklich der netteste Teufel von allen. Die anderen sind so, naja. So, Beschwörungsportal. 2137 Leiden. Warum kannst du das kaputt machen? Okay. Ach, es gab heute noch einen kleinen Patch. Wahrscheinlich haben die das verändert. Dass du doch den Boden unter... Ne, kannst du doch nicht, weil hier geht das nicht. Komisch. Ich will nur die Kristalle holen. Übrigens, wo mir das gerade einfällt, wo der Discord angezeigt wird, wir machen zurzeit Gewinnspiel, Wochengewinnspiel. Diese Woche ist ein Key für Humankind. Ich habe die falschen Treppen gebaut. Discord-Gewinnspiel-Channel. Also easy going. Die Chancen sind immer ganz gut, wenn wir es intern machen, weil dann kommen nicht die ganzen Key-Snagger, wie zum Beispiel im Stream oder sowas das sein würde. Ich weiß, viele benutzen Gewinnspiele, um ihre Reichweite zu steigern. Und obwohl viele Gewinnspiele davon eh nie aufgelöst werden, weil keiner nachfragt im Nachgang. Aber bei uns ist das halt nicht der Fall. Bei uns gibt es die Gewinnspiele wirklich. Oh, das sind diese typischen, kennt ihr das, ne, das so kommt. Ja, ich gebe euch hier Amazon-Gutschein, schieß mich tot und macht ein Foto von welchen, wo es halt abgeklebt ist, die ihr selbst benutzt hat wahrscheinlich. Ohne Kack, die Gewinnspiele werden doch nicht durchgezogen. Kann ich mir einfach bei vielen gar nicht vorstellen. Weil es manchmal einfach so von so Klitschen ist. Und es hat dasselbe Ding wie alle Gewinnspiele, Leute sind mal kurz da, sind dann aber auch wieder weg. Deshalb lieber direkt die richtigen Leute erreichen mit dem Gewinnspiel. Tja, anstatt man, anstatt dass dann an irgendjemanden geht, den man eh nie wieder sieht im Leben. So, Kaffeemaschine. Die kosten auch immer Essenz. Miete ein Forschungsteufel. Ihr hört euch alle echt gestresst an. Ich weiß nicht, was mein Favorite ist. Aufspießen ist hart, aber auch der Parasitenbefall finde ich immer ganz amüsant. Ich weiß... Deshalb schwierig für mich festzulegen, was denn das Tollste ist.
Kaffeemine. Oh, das ist ja auch eine halbe Tonne. Hängst du da fest oder stehst du da nur rum? Oder stehst du da nur rum? Di-d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 i. Einer gestorben? Nee. Hä? Wie kommst du denn dahin? Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Habe ich am Anfang wahrscheinlich vergessen. Die hungern ja nicht, also die verbrauchen ja nicht viel von ihrem, Ressourcen, nenne ich sie mal einfach, wenn die einfach irgendwo rumstehen. Ihre Bedürfnisse. So, was machen wir denn? Zwiebeln schneiden oder Katapult? Wer hat Angst vorm Fliegen? Ich denke mal, Katapult ist wieder eine Bluter. Eine Bluternummer. Wo ich relativ viele Sünder habe, die damit, die den Effekt darauf haben. Ich habe zu viele Sünder rumstehen. Die könnten viel besser hier unten Probleme haben, beziehungsweise gefoltert werden. Katapult, 10.000 Leiden. Ach, da ist Lizzie. Lizzie ist bereit, wieder zu leiden. Ach, jetzt sehe ich das erst. Jetzt auch nicht, die müssen leiden, um ihren Vernunftwert anzupassen. Ne, irgendwie nicht. Komisch. Wo
weil der Gesamtvernunftwert hat damit zu tun, wie gut es den Leuten geht. Hallo, toller Foodtruck. Weil es jetzt gerade hier unten beim Foltern nämlich gestiegen ist, hat mich das gewundert. Guten Abend, Hidden. So, seid ihr wassertechnisch auch erstmal wieder versorgt. Das wird alles Essenz kosten. Wenn ihr gleich Zeit habt, ich brauche euch nochmal. Dann könnt ihr nämlich hier hinten den Bereich wegmachen mit Minenarbeit. Ich sehe nämlich, dass mir ein bisschen... Also ich mache ein bisschen wenig wie heißt das? Ich meine ein bisschen wenig. Die anderen Sünder machen zu wenig. Balthasar, was machst du hier? Ich möchte gerne die anderen Leitern bauen.
die angeblich jedes Mal Leiden verursachen, wenn sie benutzt werden. Ich habe nämlich das Gefühl, dass Leiden einfach viel zu langsam generiert wird oder ich einfach meine Sünder nicht genug quäle. Eindeutig Letzteres. Ah, da. Plus ein Leiden. Ist zwar nicht viel, aber läppert sich ja mit der Zeit. Die andere Leiter ist einfach nur hübsch. Ja. So, du gehst auch mal leiden. Komm her, Schatz. Der Mops hat wieder gemeckert. Der hat sich schon wieder hingestellt und wollte in die Küche bellen. Komm her. So, ich bin mal gespannt. Morgen kommt übrigens die andere Logitech, die Cam. Mal zurzeit übers Handy. Das ist eigentlich schon eine ganz gute Bildqualität. Und mal gucken, wie die Streamcam morgen ist. Von Logitech. Wenn die aber nicht in etwa in derselben Kategorie ist, geht das Ding wieder weg. Also geht da, schicke ich das Teil wieder zurück. Weil dann werde ich weiter mit dem Handy arbeiten. Erstmal. Und einfach in Zukunft schauen, was noch möglich ist. Da muss man wahrscheinlich wirklich eine kleine Kompaktkamera oder sonst irgendwas in die Richtung nutzen als Handycam. Als Webcam für das perfekte Bild. Weil beim S8 merkt man dann doch auch von der Handycam, ich werde ein bisschen zu kontrastreich oder rot, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, eingestuft vom See, also vom von den Farben her. Aber die Chroma Key Geschichte mit der Farbe hinter mir, also mit dem Greenscreen, läuft besser damit. Hast doch die Kamera bestellt? Ja, aber nur die für 99 Euro und nicht die für 160 Euro. Das sehe ich nicht ein. Hmm.
Ja, das müssen die auf jeden Fall noch ändern, dass du da drüber bauen kannst. Um halt eine alte Mauer abzugraden. Zum Beispiel, damit man halt den Boden auch upgraden kann, weil ich habe ja auch diesen Alternativboden inzwischen. Der hier, der halt auch Leiden benötigt. Und was bringt mir das, wenn ich den nicht drüber bauen kann? Du kannst das ja nie wieder abreißen hier unten. Weil da ja Gebäude draufstehen. Da müsste man die halbe Hölle wieder auseinandernehmen. Da wäre halt ein normales Upgrade-System besser. Geht ja auch bei Gebäuden. Ich glaube, ein weiteres Klo wäre nicht schlecht. Nächstes Upgrade. So, du bist doch eigentlich gut drauf. Du. Stier! Ah. Frag mich mal einfach was im Chat. Es ist mir zu still. Ich brauch mal eben ein bisschen Impact. Hallo, Rama. Nehme ab. Ich will gar nicht dieses Wie geht's hören. Wie geht's dem Hund? Dem Hund geht's gut. Der steht jetzt gerade auf meinem Schoß. Der braucht ein bisschen Nähe zu Papa Bär. Klassische Folter, aber lustig. Oh, Moment. Den Fehler mit dem Forschen hatte ich schon mal. Da musst du einfach nur die Forschen mal aufmachen und einen Hovertext nehmen. Moment, der Stuhl ist einfach nur kleiner. Ah ne, der erholt auch besser.
Aber es ist nur ein Stuhl zum Draufsetzen. Ja, schlafen kostet auch so viel Zeit. Sitzen ist viel angenehmer. Oh, ein königlicher Sessel. Genau so. Viktor Emanuel der Dritte. So verhältst du dich, Junge. Ah, sehr schön. 50.000. Denk mal, da wird in den eisernen Stier eingesperrt und dann halt verbrannt da drin. Komm rein, mach es dir bequem, es gibt genug Platz für einen. Clara, deine Bestrafung wird geändert. Komm mal her. Komm jetzt in den Stier. Ach, ist das schön. Was hältst du von Cheats für Anfänger? Ich finde, wenn ein Spiel Cheats braucht, dass man es auf Anfänger hinkriegt, ist das schon falsch. Dann ist das Spiel schon, ist am Spiel schon irgendwas nicht richtig. Dann wird entweder das Tutorial nicht vernünftig erklärt oder irgendwas anderes läuft nicht richtig. Und ich finde, Cheats zerstören den Spielspaß, weil wo ist denn die eigen erbrachte Leistung am Ende? Also Spiele sind ja eh schon teilweise so verweichlicht worden mit der Zeit, dass das, man müsste eigentlich wissenschaftlich gucken, ob man Affen beibringen kann, Assassin's Creed Origin durchzuspielen oder sowas. Der Stier war eine üble Foltermethode, das Opfer wurde buchstäblich bei lebendigem Leibe verbrannt. Stinkt auch ziemlich. So, Lanaa. In der Basisversion von Gehirn mit Hörnern verwende ihn, wenn du den Forschungsprozess beschleunigen willst. All right, my lord. Now we can finally demolish this wretched place. Just aim, confirm the target, pull the trigger, and that building's toast! At least, according to Mr. Belial's notes. Verwende die Abrissbirne. Ach, im Artefakt. Did you see that, Master? Each building collapses like a house of cards. If we keep this up, we can be finished before dinner. Today is overcooked spinach day in the canteen. I can't wait. It's so came like deliciously a wrecking ball. Disgusting. Oh, du kennst das Lied schon. So here are my devils. I've been looking everywhere for them. You bastards nicked my demolition crew. I've been working eons to make my deadline. Now it's all for nothing. It's a scandal is what it is. Mr. Azazel, we didn't know these devils belonged to you.
It was Mr. Belial that allowed us to use them. Allowed? Allowed? Well, I'll give Mr. Belial a pass, being he's such a charming hunk. You, on the other hand, are a totally different story. I can be charming. You want my forgiveness? Fine. Supply me with 150 sulfur crystals. 150 soul crystals. And 400 suffering units. Das ja nix. I'll forget this ever happened. But Master, that's a lot of... Do we have a deal? Deal. Lovely. Well, time to go. Keep up the good work. Obwohl, kann sein, dass du, wenn ich grüne Kristalle hab. Übrigens, schämt ihr euch nicht, einen so wunderschönen, wunderbar bizarren Höllenkreis zu zerstören. Hier ist einfach wunderschön. Ugh, what a job. Master, please, let's gather what we promised Azazel and get this over with. Ach so. Der Wrecking Ball zerstört einfach alles Schöne. Oder hässlich, Ansichtssache. So, es fehlt nämlich an grünen Kristallen für Azael. Aber, das Spiel sagt mir ja auch, bau einfach mal eine Kantine. Und eine Kaffeemaschine. Die macht alles kaputt. Wobei, jetzt habe ich auch kein Höllentor mehr. Das finde ich gerade am merkwürdigsten. Ach, da ist dieser Kaffee. Nicht aus der Katze, sondern ich habe keine Ahnung, was für ein Tier das ist. Aber es sind ausgekackte Kaffeebohnen, wie der teuerste Kaffee der Welt. See, that wasn't so bad. Hardly hurt at all. Now we're even. It's a pleasure doing business with you. No, enough. Enough of this. Lord, I'm so sorry to leave you like this, but I need a respite from all this sweetness and light. I'll be back. I just need a break. Ja, kannst kurz weggehen, weil wir müssen ja noch ein Gebäude bauen. Hallo Kebab. I swear, we knew nothing, O holiest of virgins. Yeah, virgins. Oh, behave. How are you two surviving such a sweet and cuddly place? Hallo, it's nauseating.
I can't believe you managed to establish a functioning circle of hell here, in the adorable ass end of nowhere. Why would you do such a thing? Mr. Frank told us to. Of course he did. I banned demons from this circle of hell eons ago because even just thinking about this realm gave me a migraine. But you have actually turned it around. You've smothered all the sweetness and light with so much delightful suffering and pain. I'm impressed. Keep it up and you might mehr see Beförderung, another promotion. Mehr Szenarien. I reluctantly admit that I'm impressed as well. Oh, thank you, Master. I wasn't talking to you, imp. Oh, sorry, Master. So, how's it going, a-holes? Oh, for sake. Frank. Frank, what did I tell you about this place? What is wrong with you? Lily, honey, relax. Let it go. It's just Frank. And since we're here, what would you say to a thorough inspection of this bizarrely wicked circle? How thorough? Oh, very. All the way down. Tempting. Perhaps I can be persuaded. This is the point where we get and get out fast. Oh, Evie. Trust me. Hey, Ivy. You look beautiful today. Oh, Bob, you silver-tongued devil. All this sweet talk is making me nauseous. Ugh, I need to go find a bucket. Sehr schön.